Grundrechenarten in Kalk, LibreOffice 6. Öffnen Sie Kalk und die Datei Grundrechenarten in Kalk.ods. Sie befinden sich in der Tabelle Grundrechenarten. Die farbige Tabelle zeigt die Operatoren in der schulischen Ansicht und wie sie in Kalk angewendet werden. In der Zelle E9 steht die Zahl 40. Wenn Sie in diese Zelle klicken, sehen Sie in der Formelleiste die Formel, die den angezeigten Wert berechnet. In die Zelle wurde 30 plus 10 eingetragen, also eine Formel mit direkt eingetragenen Werten. Dabei handelt es sich um eine einfache Addition zweier Zahlen. In Zelle G9 wird mit den gleichen Zahlen, jedoch mit Werten aus anderen Zellen addiert. In der Formelleiste sehen Sie nun die Formel I11 plus I9. Klicken Sie oben in die Formelleiste und die zwei Bezugszellen werden farbig markiert dargestellt. Die Formelleiste verlassen Sie mit Escape. In den Zellen E10 bis E12 sind entsprechende Berechnungen direkter Werte mit Subtraktion, Multiplikation und Division enthalten. Die Zellen G10 bis G12 sind wieder entsprechende Berechnungen mit Werten aus anderen Zellen. Summen können über mehrere zusammenhängende Zellen, die einen Zellinhalt haben, berechnet werden. Dies kann in einer Spalte oder Zeile erfolgen. Setzen Sie den Cursor in Zelle I14 und klicken Sie auf das Symbol Summe. Es werden die darüberliegenden Zahlen in I9 bis I13 blau markiert angezeigt. Betätigen Sie die Eingabe. Es wird die Summe der Zelle I9 bis I13 in I14 angezeigt. Es ist zu beachten, dass auch negative Zahlen wie in I13 entsprechend mitberechnet werden. Sie setzen nun den Cursor in N9 und klicken wieder auf das Symbol Summe. Es werden in der Zeile die links davon befindlichen Zahlen I9 bis M9 blau markiert angezeigt. Betätigen Sie die Eingabe. Im nächsten Schritt kopieren Sie die Summenformel in I14 nach K14 mit STRG C und STRG V. In Zelle K14 wird nun die Summe der Felder K9 bis K13 angezeigt.